Ladies and Gentlemen, willkommen zu Desperados 3, dem Prequel von Desperados und Desperados 2. Was schon, also Desperados 2 ist schon fast 15 Jahre her. 2006 kam es raus. Und das Desperados 3, da dreht sich um die Vorgeschichte des ganzen Settings. Ich habe das Spiel kostenlos erhalten und kann euch deswegen alles wunderbar jetzt zeigen. Und wir werden es auch gut durchspielen, weil das Spiel ist richtig geil. Ich habe es schon angetestet. Es gibt ja schon die Demo, die ihr kostenlos jederzeit nutzen könnt auf GOG. Habe ich schon vorgespielt. Da kann man die ersten zwei Level spielen und das dritte anspielen. Und ja, das macht Bock. Das ist kein hetziges Spiel, sondern eher so ein Taktik-Stealth-Abenteuerspiel. Und das ist richtig, richtig gut. Schön im Wild-West-Style. Und ihr seht hier auf dem Bild schon die fünf Hauptprotagonisten in diesem Spiel. Aber was das bedeutet, schauen wir uns doch einfach am besten an. Und beginnen ein neues Spiel. Auf normal, auf hart. Echtzeit-Taktik spielen. Die Feinde reagieren fast sofort und sind aggressiver. Deine Charakter besitzen weniger Gesundheit. Oder Desperado. Nicht für den ersten Spiel durchlaufen. Okay. Anfänger. Wir. Ja, ganz schnell. Deine Charakter besitzen durchschnittlich viel Gesundheit. Alles auf Durchschnitt. Man kann es auch customizen, wenn man es gern hätte. Da sehen wir dann auch genau, was es bedeutet. Feindeinstellung zum Beispiel. Hart, zusätzliche Feinde, mehr Poncho-Träger und Longcoats, das sind stärkere Gegner. Feindeinstellung Standard. Weniger Feinde, weniger Poncho. Da sehen wir schon die fünf Namen. Wie viel Leben die haben. Hier haben sie drei Leben, da haben sie eins sozusagen mehr, hier haben sie ganz viel mehr. Keine Erholungszeit, weniger Erholungszeit, hier steht gar nichts mit. Dann haben wir hier Munition der Spieler. Start und wie viel man in Kisten finden kann, weil es ist ein Schleichspiel. Man muss die Gegner anders besiegen. Waffengewalt ist nicht eine gute Wahl. Erkennungstempo. Standardmäßige Erkennung 1,0. Gewalterkennung 3,5. Hartmittel. Ja. Und dann haben wir noch Speichernzahl. Man könnte es sich unendlich schwierig machen, ohne zu speichern zum Beispiel. Und es gibt einen Showdown-Modus. So eine Art Zeitlupe, in der man richtig gut planen kann. Aber ich würde sagen, wir spielen es auf normal. Wunderbar. Legen wir los. Auf Deutsch bitte. Wir werden jetzt in der ersten Mission sozusagen die noch weitere Vorgeschichte unseres Hauptcharakters kennenlernen. Seine Jugend prinzipiell. Und vielleicht den Stein, der alles ins Rollen bringt. Miterleben. Zumindest zum Teil. Wenn es in der Demo identisch ist wie jetzt im Spiel. Das werden wir jetzt herausfinden. Da bin ich mal gespannt. Die erste Mission ist auch so eine Art Tutorial. Da werden wir alles kennenlernen und ja, das gönnen wir uns jetzt einfach auch mal. Wenn ihr es selbst testen wollt, also die Demo, einfach bei GOG runterladen und dann selbst mal spielen. Die ersten zwei Level. Das zweite Level hat schon ziemlich viel zu tun. Ziemlich viel Input. Und ich würde sagen, beim nächsten Part werde ich euch auch das zweite Level vollständig zeigen und dann auch auf die Besonderheiten da eingehen. Setzen wir fort. Wie schön die schwarzen Balken, wie in Western der alten Generation. Johnny, trödel nicht so. Na los. Bin direkt hinter dir, Pa. Ich gehe vor. Du kommst nach und passt gut auf. Yes. Ich hoffe, die Stimmen sind gut verständlich. Bisschen leise vielleicht, aber passt schon.
Alles klar. Wir spielen Johnny oder Cooper einfach nur. Bewegen mit der linken Maustaste. Wir haben auch bloß ein eingeschränktes Bild am Anfang. Oder beziehungsweise eine eingeschränkte Sicht. Da sehen wir schon mal einen Schützen und so. Wir sollen uns mit der linken Maustaste bewegen. Und ja, wir sollen halt prinzipiell unserem Paar folgen. Klar, kein Problem. Dann bewegen wir uns doch mal. Was haben wir denn da? Schleichen mit Leertaste. Eselskacke, lecker, gut. So, was gibt es hier? Sichtkegel. Wenn ein Feind dich sieht, wird sein Sichtkegel gelb eingefärbt. Erreicht dich das gelb, so bemerkte Feind dich, greift an und schlägt Alarm. Wähle mit Maus R oder rechter Maustaste einen Feind aus, um dir seinen Sichtkegel anzeigen zu lassen. Da ist die erste Wache. Ich lass mich besser nicht erwischen. Deswegen sollen wir hier rauf. Gut, die steht jetzt hier. Warum muss ich hier draußen sein? Unterwegs. Und ich kann hier runterspringen, einfach so. Und umgehe die erste Wache. Da ist mein Dad. So, Schnellspeichern und Laden. Das Spiel jederzeit speichern, indem du F5 drückst. Ja, die Schnellspeichertaste. Classic. Schnellladentaste ist die F8-Taste. Mach von dieser Möglichkeit oft Gebrauch. Es ist ein beabsichtigter Teil des Spiels zu scheitern und es erneut versuchen zu müssen. Ja, wir haben meistens Situationen, die wir auf unterschiedlichste Arten angehen können. Und wir können immer mal einen optimalen Weg gehen oder mal auch scheitern. So, oder wir drücken einfach mit das da. Wobei, das ist blöd. Jetzt bleib bei mir. Da vorne ist noch einer. Wir sind immer noch verdeckt. Und so schön am Schleichen und gönnen uns hier den nächsten Hinweis. Münze. Cooper kann eine Münze werfen, um Feinde innerhalb des blauen Radius abzulenken. Drücke D, um... Ja, hier, D. Wir müssen ihn ablenken. Klar, ich werfe einfach eine Münze. Gute Idee. Sieh zu, dass er sich wegdreht. Ich erledige den Rest. Wohin wegdreht? Huch. Vater einholen, Wache ablenken. Um die Wache abzulenken. Falscher Penny, kommt sofort. Schlitz! Klar. Ja, das ist mir zuletzt gespeichert, muss ich mal schauen. Kannst du die Speichererinnerung ausschalten? Okay, genau das wollte ich gerade wissen. Speichererinnerung. Gameplay. Speichererinnerung. Ja, komm, die können wir auf 10 Minuten setzen. Sie ist okay? Finde ich nicht schlecht. Aber 10 Minuten reichen vollkommen. Du hast gut aufgepasst. Oh, wir haben gerade die Map gesehen. Ich kann ja auch so einfach mal F5 drücken. Jetzt oder nie. So, der hat diese Leiche versteckt. Sie ist auch gar nicht mehr sichtbar. Unauffällig. Ja, ja. Wir schleichen immer noch. Und schauen uns jetzt an, was der Showdown-Modus ist. Der Showdown-Modus Grundlagen. Der Showdown-Modus pausiert das Spiel, damit du eine Aktion pro Charakter planen kannst. Du kannst Aktionen sofort ausführen oder sie dir für später aufheben. Also ich kann sozusagen, wie schon vorhin erwähnt, man kann bis zu 5 Charaktere haben. Und ich kann in dem Modus allen 5 einen Befehl geben, die sie dann gleichzeitig ausführen können. Das ist nützlich dann, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, bei 2 Wachen haben, die sich vielleicht gegenseitig ansehen, also wo eine mitbekommen würde, dass die andere gerade attackiert wird, dass wir beide vielleicht mit 2 unterschiedlichen Charakteren gleichzeitig erledigen und somit keine von den beiden Alarm geben kann. Ja. Im Desperado pausiert er allerdings nicht. Umschalten. Wirf die Münze zum Pferd. Ich hab noch jede Menge davon. Ja. Eingabe oder drücken. So. Wirf die Münze jetzt zum... Oh, geht noch nicht. Das Vieh will mich treten. Oh ja, es tritt dich auch. Muah. Was zum? Oh,
Oh, der wurde geschlitzt. Jetzt oder nie. So, jetzt müssen wir sie aber wegtragen. Beziehungsweise... Hey, ja. Wie viele Männer hat Frank eigentlich? Ist doch egal, Junge. Mann gegen Mann. Verschnüren. Hast du immer eine Chance. Man muss das Rudel nur ausdünnen. Hm, soweit ich weiß, kann man die Sicht nicht extra drehen, oder? Ja, hab ich mir doch gedacht. Unterwegs. Mit der Menschen schnell speichern. Also, so häufig schnell speichern wollen wir aber auch. Zeit für eine Herausforderung. Siehst du die Strickleiter dort oben? Du musst sie zu mir herunterwerfen. Easy, game of my life. Wir klettern hier rauf. Später lernen wir noch eine Taste, mit der wir alle Objekte, die wir nutzen können, besser sehen können. Ich mach das. Gibt's eine Hervorhebungstaste. So, rennen weiterhin und jetzt runter mit der Leiter. Los, Dad. Das kommt anscheinend, weil ich jetzt hier immer Checkpoints erreiche, so in etwa. Weil 10 Minuten sind das noch nicht. Ich kümmere mich drum. So, da er rennt, kann ich auch rennen. Ein neuer Hinweis. Klar. Halt den Kopf. Sichtkegel. Während du geduckt bist, kannst du dich sicher durch den dunklen und gestreiften Bereich des feindlichen Sichtkegels bewegen. Stehst du geduckt auf einem Dach, so bist du für die Wachen darunter grundsätzlich nicht zu sehen. Ja, ist das Spiel bedenkt dabei immer auch die generelle Sichtweise. Also von unten sieht man halt etwas oben. Du musst deinen Weg finden, dich da durchzuschleichen. Okay, die sieht den Spalt dazwischen, aber hier, das kann der nicht sehen. Der sieht hier rüber. Drüben ist ein... hätte man vielleicht auch gekonnt. Aber jetzt lenke ich den einen nur ab. Ah, scheinbar habe ich doch mehr erwischt. Lindbergh! Komm raus, du rotzbesoffene, whisky-stehende Wildsau! Hier bin ich, du unnützer Saufkopf! Bring wir das hinter uns! Hast du das gehört? Hier sehen wir, dass die nicht mich sehen können auf dem Dach. Okay, die werden abgelenkt. Beziehungsweise die wollen jetzt auch zum Kampf. Okay. Geht klar. Dad konnte jetzt auch kommen. Was läuft denn da? Echsen? Siehst du den Typen hinten bei der Klippe? Lenk ihn mit deiner Münze ab. Den kann ich beide erledigen. Jetzt oder nie. Schön geduckt bleiben, damit ich nicht gesehen werde. So, mit der Münze den Typi ablenken. Dreh dich mal um, bitte. Wechselgeld. Hast du das gehört? Schlitz! Und jetzt geht Dad hin und... Bam! Er atmet noch. Fessle ihn schnell, bevor er wieder zu sich kommt. Alles klar, Dad. Wird er gefesselt. Okay. Und noch mal einer auf die... Gemacht. Und jetzt Birne. Versteck ihn in den Sträuchern. Leiche? Das ist keine Leiche, der ist bewusstlos, würde ich sagen. Naja. Guter Junge. Und verschwinden tut er im Boden. So, hier der Hinweis zum Leichenverstecken. Ja, wenn Gegner hier einfach Leichen sehen würden, die würden dann Alarm geben und dann gäbe es später Probleme. Größere Probleme. Das wollen wir nicht normalerweise. Jo, wir gehen weiter. Wir müssen weiter. Ach, doch, wir können die Kamera drehen. Ei, caramba, ei, caramba. Ja, das ist manchmal auch nützlich, wenn man die Kamera drehen kann. Dann ist die Sicht komplett anders. Sehr schön. Ich wusste doch, irgendwas war. Ah, der Weg zurück ist nicht mehr möglich. Oh, jetzt geht's drum. Wo kommen die alle her? Egal. Jetzt geht's um die Objekte und Unfälle, die passieren können. Wird erledigt, Sir. Raufgehen und die Ladung. So, okay, da können wir vielleicht Sneaky Beaky an dem vorbei. Was ist das? Klare Sache. Das war nicht gut. Hmm.
Okay, das ist peinlich, aber so ist es nun mal. Dafür müssen wir viel speichern. Der ist leider hochgekraxelt, bevor ich das eigentlich wollte. Halt, warte mal, wir haben doch einen besseren Punkt. Da, das ist schon besser. Der ist leider hochgeklettert, bevor ich irgendwie... Wir müssen weiter. ...irgendwas sinnvoll machen konnte. Oh, interessant. Diesmal ist es nicht kaputt gegangen. Klar, gehen wir. Das ist so. Kommen sie alle her. So. Egal. Du darfst diesmal nicht sofort hochklettern. Wir müssen es abpassen. Und die Ladung unterlässt. Wird erledigt, Sir. So. Du schaust dahin, du schaust dahin, du schaust dahin, du schaust. Ich kümmere mich drum. Perfekt. So. Falscher Penny kommt sofort. Muss ich eigentlich hin? Zu dieser Wine. Ja. Hey, hinter dir liegt Geld. Geht klar. Perfekt. Und rauf da. Absolutely perfect. Ja. Objekte hervorheben. Ah, da haben wir es doch. Mit der H-Taste. H wie hervorheben. H. Da hinten wäre etwas. Hier sehen wir jetzt alles umrandet. Hier ist etwas, das ist connected. Wenn ich hier durchgehe, komme ich hier oben raus. Oder umgekehrt. Wenn noch irgendwelche Objekte. Ja, da. Die Gegner sind jetzt auch hervorgehoben. Also jetzt sieht man deutlich mehr, was für Objekte hier nutzbar sind. Sogar Verbündete so in etwa. Jetzt können wir nochmal zurückschauen. Da sehen wir sogar die Leichen noch rumliegen oder Bewusstlosen, was auch immer. Natürlich stirbt hier in diesem Spiel keiner. Alles Bewusstlose. Selbst wenn man jemanden abschießt. Dann alles Betäubungskugeln. Ja. Gehen wir runter und dann kümmern wir uns um diesen Mechanismus. Und darum dreht sich. Das ist die Besonderheit von diesem Spiel. Es gibt überall Gelegenheiten für Unfälle. Bam. Bam. Gut gemacht, Junge. Bleib Danke. Dort, ich komm zu dir. Ausgezeichnet. Okay. Unterwegs. Was ist das? Gut gemacht, Junge. Du kennst das Spiel. Warte, bis ich zurück bin. Ich dachte, ich wäre so weit. Nächstes Mal. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Warum kann ich nicht mitkommen? Gib mir einfach eine Knarre. Eine Knarre? Hm? Ich will, dass du den Baum aus 15 Schritt Entfernung triffst. Wenn du das schaffst, bist du bereit für eine Knarre. Bis später, Johnny. THQ Nordic presents. Ein Mimimi-Spiel. Sogar übersetzt. A Mimimi Game. Mimimi ist übrigens ein deutscher Entwickler. Chapter 1, The Doctor and the Bridge. Aber Chapter 1 werden wir dann beim nächsten Mal kennenlernen. Schreibt mir doch gerne in die Beschreibung, wie ihr es so bisher findet. Ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ob ihr gewillt seid, beim zweiten Part auch wieder reinzuschauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal, wo es dann richtig zur Sache geht.